schwöre. Was ist denn passiert? Wo ist Tobi? Da steckt da sein Dickschädel ins Glas rein. Oh, hello there! Tobi? Hä? Marvin? Was machst du hier? Ja, ein Bandscheibenvorfall. Tobi, du musst mal ganz kurz den Adler machen und der Typ im rosa Pulli auch. Das ist hier gerade ganz schwierig für mich. Wenn ihr hier gleich aufhört, fliegt ihr hier wirklich raus, ne? Ja, ich bin gerade hier, um die Herren abzuholen. Beruhigen Sie sich bitte. Wir sind ja kein Flamingo-Club oder so. Ja, ganz genau, das sehe ich genauso. Deshalb gehen wir auch jetzt alle raus. Jetzt hier, kommt. Wir waren Son Goku. Ihr seid nicht Son Goku, Marvin. Ich schieße gleich ins Gesicht, Son Goku. Halt deine Fresse. Was für halt deine Fresse? Marvin, der hat dich so beleidigt. Ich war nett. Marvin, du sollst die Fresse halten. Ja, es ist, wird ja gezielt nach weiblichem Personal gesucht. Ne? Ach so, okay. Sieht irgendwie aus wie ein Arbeitsamt. Nee, das ist das Krankenhaus hier. Das haben sie richtig erkannt. Nee, also wir fragen auch nur, also das ist jetzt einfach nur, dass wir nicht hier gezielt jetzt hier gerade am Krankenhaus fragen. Das war primär ein Zufall. Marvin, halt deine Fresse. Du gibst mir keine Anweisung, wenn ich sage. Okay, gib ihm. Bleib stehen. Ja, bis 2000, Tobi, bitte. Ja! Leiter! Leiter! Ich will zur Staats-, ich will zur Staatsbank. Ich vertraue den anderen Banken nicht. Okay, also ich meine, die sind aber alle. Ich habe immer das Problem, dass ich in die anderen Banken nicht reinkomme. Ich habe da Hausverbot. Ich habe da irgendwann mal masturbiert und. Bann den weg, Digga. Oh, endlich, ey. Alles klar. Leni? Ja, bitte, was denn? Leni, wir müssen jetzt ein paar Karren hin und her fahren. Hast du kurz Zeit? Ja, ich weiß nicht, was jetzt mit Nikolai ist. Wir müssen Karren hin und her fahren, Leni. Ja. Wie kann ich dir helfen, Pietro? Revi, warte, stopp. Revi? Ja. Warte, ich. Oh! Ich will dich auch gar nicht stören. Wen nennst du? Ich schwöre, ich mach Stream an, ich höre. Okay, Schatz. Wen meinst du mit Schatz? Hä? Das beschäftigt mich gerade. Hä? Ich hab hier bei GTA eine Freundin, Pietro. Aber warte ganz kurz. Aber so Peg oder als Freundin? Weil du hast keine Erlaubnis von so, mir. Wie? Was ist jetzt mit Tobi? Hast du eine feste Freundin gerade? Schatz, warte gerade. Ich telefoniere gerade mit Dieter Bohlen. Moment. Sag nicht Schatz, Mann. Hast du eine Freundin oder nicht? Was? Was für Schatz? Okay. Wen meinst du? Nein, das ist so. Das, Pietro, wie erklärt dir das? Das ist nicht echt. Scheint nicht so gut gelaunt zu sein. Ja, aber sag sowas nicht. Ja, warum? Ich kann dich doch Schatz nennen. Nein, mach sowas nicht. Das ist doch nur gespielt. Revi, nein! Pietro, bitte beruhig dich. Bist du allein zu Hause? Geht's dir gut? Ich schwör, ich mach deinen Streamer und ich seh Schatz, Alter. Was für Schatz, Alter? Ich hätte ja gesagt, soll ich fahren? Alles gut, Schatz. Oh, scheiße. Du bist süchtig wie eine Shisha. Na, und ich rauche Maloko, Mallorca. Kennst du? Ja. Ja. Ja, was ist damit? Ist mein Favorite Song, wollte ich nur gesagt haben. Ah, okay. Ich lieb den voll, so ist mein Lieblingslied, ne? Kann das mal bitte irgendwer klippen, cool, wie verloren dieser junge Mann ist? Hilft dir noch jemand? Es ist 2 Uhr in der Nacht. Alles gut. Es kann nichts besser geben. Ich kann nicht widerstehen. Heute Abend werde ich dir feiern. Heute Abend wird es abgehen. Alle sind hier für die Hause. Wenn ich dann gehe nach Hause. Danke, dass Sie so nett geparkt haben. Leidenschaftlicher Parker. Ja, aber kein guter. Das Erfolg von der Anode, eine Hydra. Ja, dann die schießt hier Atombomben auf mir. 1000 Explosionen, Hilfe. Komm zum Würfelpark. Digga, jetzt Panzer verfolgt mich. Dann bring den mit zum Würfelpark. Hilfe. Bring den Panzer mit zu mir. Bring den Panzer mit zum Würfelpark! Walter, der schießt ja auf mich drauf! Dann komm zum Würfelpark, ich will ihn auch sehen! Walter! Ich will den Panzer genau sehen! Walter! Kevin! Hilfe! Komm zum Würfelpark! Kevin! Wo bist du, Elfner? Dann wünschen wir noch einen schönen Abend, ja? Mach's ja, gut, danke. Ja, ebenfalls dir. Tschüss. Ja, tschüss. Hör auf! Ah! Nein! Tobi! Oh,
Ach Mann. Der hat. Tobi! Kannst du runterkommen? Oh Mann! Yay. Oh mein Gott! Ah. Bist du. Steig ein! Bist du bescheuert? Du bist. Fuck, jetzt bin ich fast umgehauen, Alter! Du hättest dich selber fast umgehauen, du Idiot! Ich hatte. Boah, richtig Nasenbluten. Mir geht's gar nicht gut gerade. Warte, ich hab noch einen kleinen Lifehack, an steig den hab ich auch noch nie gedacht. Warum? Geh hier in den Bus, du wohnst jetzt hier. Tobi, das war ein Witz. Tobi! Tobi! Tobi? Tobi! 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 Mach's gut. Hast du ein Reparaturkit dabei? Ja. Wollen wir kurz? Nein. Doch, bitte, bitte. Sieht so aus? Oh, oh. Ja, Digga. Es ist eben Folgendes passiert. Mein Kollege hat sich zu nah an eine Brüstung gestellt und ist runtergefallen und ich bin dann runter und hab das Fahrzeug dabei. Brüstung, nicht Brüste. Tobi? Ja? Das waren deine Vorgesetzten. Der eine hat dich erkannt. Ja. Und du bist deinen Job los. Okay. Fahr den Typen um. Fahr den Typen um. Fahr den Typen. Fahr beide um. Was machst du da? Die heben gleich ab. Das war der Ferrari, den wir fahren. Kapitän, einen freien Adler hast du versucht einzusperren. Ja. Apaka drüber! Okay, Bernd, ich steige jetzt einfach aus und wir tun so, als hätten wir es alles nie gesehen, ja? Ich habe so eine Behinderung, ich kann mich nur noch über Hupen verständigen. Ja. Bernd, du hast diese Behinderung nicht. Hast du mich gerade Wichser genannt, Bernd? Wer sind Sie denn? Ich bin Bernd Berger ist mein Name. Bernd Berger, ist das so? Ja. Warum müssen Sie denn lachen? Ich habe gerade eine lustige SMS von einem Kollegen bekommen. Ja, Ihre Stimme kommt mir halt sehr bekannt vor. Ich glaube, ich habe Sie schon mal getroffen, aber vielleicht erinnern Sie sich nicht an mich. Kann sein. Oder ich hab auch schon mal im Radio so einen Spot eingesprochen. Das war für meine Praxis damals. Ist das? 85536, Bernd Berger und die Ex will wieder Sex, vielleicht. Ja. Vielleicht. Ja, ist schon was länger her. Ich hab mein Lass gerade für den Moment gebraucht. Ich lese die Nachricht. Der Junge ist so behindert im Kopf. Und die Ex will wieder Sex. So ja, super. Der ist so behindert im Kopf. Das ist ja nicht mal lustig, Alter. Komm, Mama, Oberteil jetzt hier. Ja, Joella, Junge! Ja! Geil, Mann, geil, ja! Ich würde es Cody nennen. Cody? Cody, ja. Cody. Okay. Aber, aber so als Frauenname, so die süße Cody. Was geht ab? Oh, Dan. Ja, ich hab nichts gemacht. Ich hab keine Ahnung. Entschuldigung. Ich hab keine Ahnung. Der hier mit dem Iro, der macht mir Angst. Der macht dir Angst? Das ist der Lord. Lord was? Lord was? Sag's ihm, Kevin. Kevin? Okay. Was? Okay. Nein, okay. Kevin und weiter? Ich heiße Kevin Hilton. Kevin Hilton. Und was sind Sie von Beruf? Lord, haben wir doch gerade gesagt. Das ist ein Beruf? Lord? Yeah. Ja. Er ist einfach Lord? Ja. Yeah. Er hat einfach Land und ist Lord? Ja. Ich bin Landlord, ja. Okay, wie bist du zu dem Land gekommen, Lord? Geerbt. Ich hab's gekauft. Und gekauft. Er hat auch viel selbst auch viel selber verdient auch. Ja, ich hab sehr viel selber verdient, ja. Das ist eine Frage, womit? Immobilien. Immobilien, ja genau. Ja gut, aber woher hast du das Geld für Immobilien gehabt? Er hat damals mit einem Startkapital, mit einem Kredit, den er sich zu einem Nullzins genommen hat, weil damals die Kreditzinsen relativ niedrig waren, hat er den Kredit bekommen und hat dann damit tatsächlich ein bisschen an der Börse spekuliert, hat dann erst Startkapital aufgebaut, einen ganz guten Gewinn mit Daytrading gemacht und hat dann seine ersten Immobilien gekauft und gewinnbringend wieder verkauft und sich damit ein Immobilienimperium aufgebaut. Ich fühle mich sehr gut, Herr Psychologe. Ja? Ja. Kevin. Warum posiert er wie so eine französische Frau? Kevin. Oh nein. Nicht das Motorboot, Kevin. Hat er die Motorboote? Kevin. Kevin, bitte. Kevin. Kevin, ich will das gerade nicht. Runter von meiner Frau, bitte, Kevin. Kevin. Kevin, die Füße. Kevin, lass die Füße in Ruhe. Kevin, zeig mal dein Auto jetzt. Kevin, lass meinen Arsch in Ruhe, bitte, Kevin. Kevin, da
das ist wunderbar. Das ist ein ganz... Kevin, wo hast du dieses Auto her? Wieso steht ihr denn alle auf dem Auto? Was ist denn mit euch? Bang, bang. Unser Auto jetzt. Euer Auto? Ey, bitte nicht, hör auf, bitte nicht. Euer Auto. Irgendwann... Nein. Gib uns meine Schlüssel jetzt. Okay. Bernd, gib mir Schlüssel. Komm, gib mir dein ganzes Geld noch. Bernd, Schlüssel raus, oder? Nein. Perfekt. Ich telefoniere mal ganz kurz. Oh, er schickt Display raus. Oh, das ist nicht. Nimm die Hände hoch. Nikolai! Hey, jetzt, was seid ihr für Menschen? Erst Müsli, dann Milch oder Milch und dann Müsli? Oh, schwierig. Erst Müsli, dann Milch. Erst Müsli, dann Milch, ja. Natürlich erst Müsli und dann Milch. Moment, stopp. Die Reihenfolge ist folgende. Milch, Müsli, dann die Schüssel obendrauf. Was? Weg mit dem hier. Trinkt ihr euer Müsli gerne mit Wodka oder ohne? Mit. Okay, ihr habt alle ein Alkoholproblem, ihr könnt euch morgen gerne, wenn ich meine Prüfung bestanden habe, bei mir melden. Perfekt. 100.000 die Therapiesitzung. It's not like me to be so mean, you all I wanted. Just let me hold you. Hold you. Krank gut. Like a hostage. Krass, Mann. Klipp das mal bitte, Chat.